Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Das ist das Wort, das über diesem Sonntag steht, und mit diesem Wort begrüße ich Sie und begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Freut euch, der Herr ist nahe. Ja, Weihnachten steht beinahe schon vor der Tür. Der Weihnachtsbaum steht hier schon, aber es steht hier auch der Adventskranz. Und heute brennen seine 4 Kerzen. Das heißt, es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit der Vorbereitung, Zeit der Vorfreude auch auf Weihnachten. So treten wir hier heute noch mal einen Schritt weiter, einen Schritt näher auf das Fest zu. Und es ist Gelegenheit zur inneren Vorbereitung, Gelegenheit zum Gebet, Gelegenheit, dass wir uns einschwingen auf den neuen Klang zwischen Himmel und Erde. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Engel, breite deine Flügel aus und lass mich spüren, Gott ist hier in der Nähe. Füll mit deinem Glanz mein Heim, mein Haus und mach ihn heil, den Grund, auf dem ich stehe. Magnificat, ich will dich loben. Groß bist du, mein Gott. Lass groß nicht sein in deinen Augen. Gib mir Stimme, dich zu loben. Bist du mein Gott? Lässt groß mich sein in deinen Augen. Gib's mir Stimme, dich zu loben, der mir Heil gegeben hat. Ich lobe dich, Magnificat. Wir treten vor Gott und bitten, dass er sich unser erbarmt. Wenn sich überall Türen öffnen, Türen von Häusern und Türen von Herzen, aber manchem bleiben die Türen verschlossen. Niemand, der da aufmacht, keiner, der einlässt, dann bitten wir Gott, dass er sich erbarmt. Thank you.
Lichter entzündet werden, Lichter von Freude und Hoffnung. Aber in uns bleibt's dunkel. Niemand, der uns tröstet und keiner, der uns Mut macht, dann bitten wir Gott, dass er sich unser erbarmt. Alle vom Frieden reden, Frieden zu Hause und überall auf der Welt. Aber viele leben im Krieg und sind auf der Flucht und da ist niemand, der sie schützt. Dann bitten wir Gott, dass er sich erbarmt. Guter Vater, erbarm dich über uns. Jesus Christus, verbinde unsere Seelen. Geist des Lebens, erfülle unser Haus. Komm mit deiner Liebe. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du bist die Tür, die uns immer offen steht. Du bist das Licht, das auch in der dunkelsten Nacht uns leuchtet. Du bist der Friede, den uns keiner nehmen kann. Wir bitten dich, hilf uns, das zu ändern, was wir ändern können, und dem standzuhalten, was nicht zu ändern ist. Lass die Welt und lass uns die Freude sehen, die du für deine Menschen bereithältst. Du kommst in diese Welt, kommst in unser Leben. Du wirst Mensch, damit wir menschlich miteinander leben. Im Glauben an Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Nehmen Sie gerne Platz. An Heiligabend werden wir wieder hören, wie das war, als Jesus geboren wurde. Wie das mit Maria und dem Kind aber angefangen hat, das steht davor im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Und das ist der Predigtext für diesen vierten Sonntag im Advent. Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das gehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe,
ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Lasst uns Gott loben und ihm unser Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein junges Mädchen, nicht verheiratet, ist schwanger, ungewollt, wie man so sagt. Nun hat sie ein Problem. Die Schwangerschaft, der Schwangerschaft wegen, aber auch wegen ihres Freundes, denn von dem hat sie sich gerade einen Monat zuvor getrennt. Im Übrigen geht sie noch zur Schule und hat gar nicht die Möglichkeit, das Kind alleine aufzuziehen. Wenn sie nicht Eltern hätte, die zu ihr halten, dann wäre das die reine Katastrophe. Aber auch so ist es noch schwierig genug.
Das ist die eine Geschichte. Die andere handelt von einem Ehepaar, das keine Kinder hat. Beide gehen auf die 40 zu und haben schon alles versucht. Alles ist vorbereitet, alles ist geplant, das Kinderzimmer ist eingerichtet. Ja, die beiden haben ihr ganzes Leben auf ein Kind eingerichtet, aber sie bekommen keins. Und die Ärzte sagen, auf natürliche Weise wird das auch nicht funktionieren. So haben sie sich schließlich für eine künstliche Befruchtung entschieden, in dem Wissen, dass auch da die Chancen eher gering sind. Ja, und dann auf einmal heißt es für die Frau, sie sind schwanger. Sie erwarten ein Kind. Zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Die eine von einer minderjährigen Schülerin und die anderen von einem kinderlosen Paar. Und in beide hinein kommt dieselbe Nachricht. Sie erwarten ein Kind. Du wirst schwanger. Auf beiden Seiten löst diese Nachricht Gefühle aus, und zwar ganz gegensätzliche. Das Mädchen erlebt große Verzweiflung, erlebt Panik, für sie bricht eine Welt zusammen. Das Ehepaar, das findet sich im siebten Himmel wieder, voller Glück, sodass sie es gar nicht fassen können. Zweimal dieselbe Nachricht, und doch bedeutet sie für ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen jeweils was ganz anderes. Was bedeutet es denn für Maria, als sie erfährt, dass sie schwanger ist? Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das wird ihr ja von dem Engel Gottes gesagt. Und damit fängt es schon an. Vieles an dieser Geschichte klingt feierlich, klingt geheimnisvoll und wundersam. Die Erscheinung des Engels, wie er spricht, ja schon die Anrede, sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und dann eine Schwangerschaft und Geburt ohne Empfängnis. Da ist ja manches an dieser Geschichte, was einem heute doch recht unwirklich vorkommt. Dabei hat das, was hier erzählt wird, auf der anderen Seite überraschend viel, naja, sagen wir mal, Bodenhaftung. Der Evangelist erzählt von einem Mädchen von vielleicht 15 Jahren, denn sie war ja offenbar nicht verheiratet, und man heiratete damals ja früh. Wenn ich mir versuche, das vorzustellen, Maria hat mit einer Schwangerschaft ja nicht gerechnet. Sie war auf diese Nachricht ja überhaupt nicht eingestellt. Sie wird doch vielleicht Träume für die Zukunft gehabt haben, wie sie sich ihr Leben vorstellt. Sie gehört mit ihrer Familie sicher nicht den Reichen und Schönen dieser Welt an. Aber wir wissen, dass es in der Familie immerhin auch ganz angesehene Leute gab, so wie den Zacharias, den Priester am Tempel in Jerusalem. Sie selbst, Maria, war immerhin einem jungen Handwerker im Dorf versprochen. Sie wurde damals wahrscheinlich nicht danach gefragt, das war ja nicht üblich, aber vielleicht war der ja gar keine schlechte Partie. Jedenfalls hat Maria für die damaligen Verhältnisse ein relativ geordnetes Leben vor sich. Gehen wir mal davon aus. Deshalb hat sie ja auch einiges zu verlieren. Sie hat einen ordentlichen gesellschaftlichen Stand. Was wird sie also gedacht haben, als sie von der bevorstehenden Schwangerschaft hört? Wie kann das angehen? Und wenn das tatsächlich so kommt, was dann? Es wird ihr Angst gemacht haben. Angst, was sie mit dem Kind alles verlieren würde. Den Verlobten, ja, ihre Zukunft. Wer heute sein Kind allein großzieht, der ist in Gefahr, in Armut abzusinken. 40% aller Alleinerziehenden in Deutschland beziehen Hartz IV. 40%. Wenn beide Eltern da sind, dann sind das nur 8%, sagt die Statistik. Nun sind die Zeiten, wo man als Alleinerziehende
auch noch moralisch geächtet war, bei uns zum Glück vorbei. Aber das war damals bei Maria ja anders. Ein nicht-eheliches Kind. Das hätte man ihr als Ehebruch anlasten können, hätte womöglich Folgen gehabt für Leib und Leben. Und sie sagt dem Engel: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sagt sie das, weil sie ja doch keine andere Wahl hat? Der Engel fragt sie ja nicht, ob sie einverstanden ist. Nein, er sagt ihr einfach, was kommen wird. Und sie sagt: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was ist das? Resignation? Oder die ganz große Bescheidenheit? Es gibt ja diese besondere Bescheidenheit bei Menschen, die zu Höherem berufen werden. Wenn man sie fragt, ob sie ein wichtiges Amt annehmen wollen, dann zieren sie sich. Dann sprechen sie von der Bürde, von der Verantwortung, die mit diesem Amt verbunden ist, und fügen sich dann schließlich doch in großer Bescheidenheit in ihr schweres Los. So, als ob sie die Auszeichnung, die damit ja verbunden ist, gar nicht bemerken. Aber bei Maria höre ich da weder Resignation noch solche falsche Demut heraus. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das hat sie nicht so leicht hingesagt. Das kann sie eigentlich nur sagen als einen Satz, in dem zweierlei steckt. Der Glaube, dass mit diesem Kind wirklich ein ganz Großer in die Welt kommt, so wie der Engel das beschreibt. Und die Angst vor dem Öffentlichwerden, vor der Schande, vor der ganz konkreten Zukunft. Da steckt beides mit drin. Und die Hoffnung, dass am Ende das eine das andere aufwiegen wird. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt es bestimmt mit einem Seufzer. Dann bedeutet dieser Satz: Ja, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Meine Ängste und Sorgen und Bedenken sind nicht weg. Aber ich vertraue dir, Gott. Ich setze darauf, dass am Ende das eine Wort zählt, das der Engel hier sagt: Du Begnadete. Ich glaube auf dies Wort hin. Nur so kann sie es annehmen und Ja sagen. Ja, ich nehme es an, so wie du es mit mir vorhast, wie du es für mich vorgesehen hast, für mich und mein Kind. Ich vertraue dir, mein Gott. Maria steht tatsächlich an einem Abgrund. Aber sie hört, wie der Engel sagt: Du Begnadete, du hast Gnade bei Gott gefunden. So ist dieses Wort, diese Anrede, die Brücke, die über den Abgrund rüberführt. Dieses Wort, das weckt Vertrauen in ihr, ja auch ein Stück Selbstvertrauen. Diese Anrede macht, dass sie sich für Gottes Pläne öffnet. Auch wenn ihr das alles noch so verrückt erscheint, erkennt sie, glaubt sie, dass da jemand ist, der es gut mit ihr meint, der einen Weg für sie kennt und der sie diesen Weg wird finden lassen. Sie legt es in Gottes Hand. Sich, ihre Zukunft und die ihres Kindes. Das ist alles sozusagen noch vor Weihnachten. Maria konnte ja nicht wissen, was für ein Großer ihr Sohn wirklich werden würde, welchen Weg er gehen würde, welche Bedeutung seine Geburt für unsere Welt haben würde. Wer weiß, ob sie überhaupt noch auf das gehört hat, was der Engel ihr dann davon alles erzählt hat. Für sie war erstmal nur der Satz da: Du wirst schwanger werden. Nur weil der Engel so freundlich mit ihr war, weil er Gottes Freundlichkeit und Gnade ihr versprochen hat, hat sie sich in seinen Plan gefügt. Vielleicht wagen wir es ja, ihrem Beispiel zu folgen, wenn wir den Worten glauben, die wir nun auch wieder hören werden, bald hören werden, die der Himmel über uns spricht. Fürchte dich nicht,
mitten in dieser Corona-Zeit, mitten in all den Fragen und Nöten unserer Zeit, fürchte dich nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland, das ist der, der allen Schaden heilt, der immer einen Weg weiß für uns, der es gut mit uns machen wird. Unsere Zukunft liegt in seinen Händen. Wir wissen, wie er heißt, Jesus Christus. Wir wissen von seiner Geburt, wie er gelebt hat, warum er gestorben ist und warum auch auferstanden. Wir wissen das alles, was Maria noch nicht wissen konnte. Aber machen wir es wie sie, wenn wir in seiner Geburt und in seiner Menschwerdung Gottes gute Absicht mit uns erkennen. Wir nehmen unserer Maria ein Beispiel, wenn wir uns ihm anvertrauen, ihm, der als Kind in diese Welt kommt, der als Freund zu uns kommt, wenn wir uns ihm anvertrauen und sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ein paar Hinweise auf die vor uns liegende Woche. Am Donnerstag um 19 Uhr sollten Sie in den YouTube-Kanal von St. Liborius schauen, denn da wird um 19 Uhr der Gottesdienst Viertel vor 12 übertragen, Viertel vor Weihnachten, Entschuldigung, gestaltet von Viertel 12. Am Donnerstag um 19 Uhr. Hier in der St. Liborius-Kirche finden an Heiligabend keine präsentischen Gottesdienste statt. Stattdessen ist die Kirche in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. An Heiligabend. Dabei gilt die 2G-Regel. Das heißt, Zutritt haben Menschen, die geimpft sind und genesen. Bitte bringen Sie deshalb auch Ihren Impfnachweis oder Genesenennachweis mit.
Stattdessen, statt präsentischer Gottesdienste an Heiligabend, gibt es ein reichhaltiges Gottesdienstangebot im Internet, auf dem YouTube-Kanal. Darunter eine ökumenische Christvesper unserer vier Kirchengemeinden hier, eine Christvesper mit Krippenspiel und eine Christmette, die dann zur späten Stunde am Heiligabend freigeschaltet wird. Außerdem finden Sie dort eine plattdeutsche Andacht zu Weihnachten, mehrere schöne musikalische Beiträge hier aus der Liboriuskirche und vieles andere mehr. Am ersten Weihnachtstag dann findet um 9.30 Uhr hier ein präsentischer Gottesdienst statt. Also kommen Sie gerne zum Gottesdienst am ersten Weihnachtstag um 9.30 Uhr hier in die Kirche nach der 2G-Regel für Geimpfte und Genesene. Sie sind herzlich eingeladen, der Gottesdienst wird geleitet von Pastor Dreizer. Am zweiten Weihnachtstag lade ich Sie um 11 Uhr zu uns in die Auferstehungskirche ein, ebenfalls zu einem Gottesdienst in Präsenz. Auch da bitte ich Sie, Ihren Impf- oder Genesenenausweis mitzunehmen. Wenn Sie vielleicht zu uns kommen wollen, dann gebe ich Ihnen hier gleich am Ausgang diesen blauen Anmeldezettel mit. Bitte einmal ausfüllen, zurückgeben, in den Briefkasten stecken und Sie sind schon angemeldet. Die Anmeldung ist erforderlich, weil wir in unserer kleinen Kirche nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern unterbringen können. Das klingt jetzt erstmal nach lauter kleinteiligen Informationen. Wenn Sie die gestrige Bremerförder Zeitung noch bei sich haben, können Sie es dort noch mal gut nachlesen. Oder wenn Sie am Mittwoch die Zeitung aufschlagen, dann werden Sie dieses als Beilage finden. Das ist so ein Türanhänger. Auf dem befindet sich ein Gruß unserer beiden Kirchengemeinden und auf der Rückseite ein QR-Code. Wenn Sie den scannen, dann wird Ihnen das, was ich eben beschrieben habe, auch einmal noch einmal vor Augen geführt. Dann werden Sie weitergeleitet, auch auf den YouTube-Kanal mit seinen digitalen Angeboten. Wir trauern um verstorbene Gemeindeglieder hier in St. Liborius. Gestorben ist Linda Bartelt, geborene Riemer. Sie hat in der Ilsestraße 27 gewohnt und ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Und wir trauern um Angelika Gerken, geborene Plewka. Sie hat in der Seelandstraße 5 gewohnt und ist mit 66 Jahren gestorben. Und um Walter Lütje. Er hat im Fritz-Reuter-Weg 7 gewohnt und ist mit 69 Jahren gestorben. Für unsere Verstorbenen und für die, die zu ihnen gehören, lasst uns beten. Dazu bitte ich alle aufzustehen. Guter Gott, wir bitten dich. Lieber himmlischer Vater, nimm sie auf bei dir in deinem Frieden. Linda Bartelt, Angelika Gerken und Walter Lütje. Wir bitten dich, nimm ihr ganzes Leben in deine Hände mit allem, was es erfüllt hat und vollende es so, wie du es willst. Wir kommen zu dir und bitten dich auch für die Angehörigen und für die Freunde, für die, die zu ihnen gehören, zu unseren Verstorbenen. Höre ihre Klage, höre ihre Trauer, aber höre auch ihren Dank für die gemeinsamen Zeiten, für dieses gelebte Leben. Wir bitten dich für sie und für uns, lass uns hinausschauen über Tod und Grab, auf das Leben, das du uns versprochen hast, in Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Herzlichen Dank, sage ich im Namen der Kirchengemeinde für die anvertrauten Spenden und Gaben in dieser Woche und vom vergangenen Wochenende. Die Aufstellung sehen Sie wie immer dort im Kirchturm in der Turmhalle. Heute wird am Ausgang die Kollekte gesammelt für die Kirchenmusik der St. Liborius-Gemeinde. Wir sammeln die Kollekte am Ausgang und teilen sie dann zu 50% für den beschriebenen Zweck und jeweils 25% für diakonische Aufgaben hier und für die eigene Gemeinde. Ja, und dann schließlich noch ein Hinweis auf die schöne Weihnachts-CD mit musikalischen Beiträgen aus der St. Liborius-Gemeinde.
Die können Sie erhalten heute sogar bei Imke Weiz, die hier vorne ja ist und nachher bestimmt auch noch ein paar CDs im Angebot hat, oder im Kirchenbüro oder in der Buchhandlung, bei der Buchhandlung Morgenstern. Der dreieinige Gott segne uns und segne alle, die dieser Gemeinde angehören, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Geschenk hast, schenk mir etwas Zeit. Wenn's im Leben eng wird, öffne dich ganz weit. Sehende Herzen brauchen kein Geld. Brennende Kerzen leuchten in die Welt. Geschenk hast, schenk doch etwas Zeit. Wenn die Welt zu eng wird, mach sie groß und weit. Reich mir die Hände, hör mir einfach zu. Teil mit mir ein Lächeln, schenken kannst auch du. So wenig Zeit, so viele Fragen. Was schenk ich ihm, was schenk ich ihr? Du kannst viel Wertvolles verschenken. Ganz ohne Gold, Geschenkpapier. Geschenk hast, schenk mir etwas Zeit. Wenn's im Leben eng wird, öffne dich ganz weit. Sehende Herzen brauchen kein Geld. Brennende Kerzen leuchten in die doch etwas Zeit. Wenn die Welt zu eng wird, mach sie groß und weit. Reich mir die Hände, hör mir einfach zu. Teil mit mir ein Lächeln, schenken kannst auch du. Du musst die Welt nicht neu erfinden, weil du dich dabei nur verlierst. Das Schönste, was du geben könntest, ist, was du aus dir selber schenkst. Oh, wenn du kein Geschenk hast, schenk doch etwas Zeit. Wenn die Welt zu eng wird, mach sie groß und weit. Reich mir die Hände, hör mir einfach zu. Teil mit mir ein Lächeln, schenken kannst auch du. Ja, eure Musik ist ein wirkliches Geschenk an uns hier heute Morgen. Herzlichen Dank, Arne Suter und Stefan und Imke Weiz, für die beschwingte Adventsmusik. Zum Gebet bitte ich, alle aufzustehen. Wir kommen zu dir,
an diesem letzten Adventssonntag vor dem Fest und danken dir, guter Gott. Wir danken dir, wenn wir uns auf Weihnachten freuen, auf das Wiedersehen mit lieben Menschen, auf ein paar Tage geschenkter und freier Zeit, die wir genießen werden. Auf die vertrauten Klänge und guten Worte, auf alles Festliche und Frohe, das von deiner Menschwerdung zeugt. Wir kommen zu dir und bitten dich, Gott, für uns und für alle, denen es in dieser Zeit schlecht geht. Für die, die sich vor diesem Weihnachten sogar fürchten, weil da Krankheit, Sorge oder Trauer sind. Für sie bitten wir dich und rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, guter Gott, für die, die in diesen Zeiten für unser aller Gesundheit arbeiten. In den Arztpraxen und Impfstationen, in den Apotheken und Testzentren, in den Gesundheitsämtern und bei den Impfstoffherstellern. Für sie rufen wir dich an, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, guter Gott, für alle, die in den kommenden Tagen mithelfen, die Botschaft von Weihnachten zu verbreiten, dass dein Sohn zur Welt kommt, dass du deinen Frieden mit uns machst. Wir bitten dich, dass viele Menschen diese frohe Botschaft erleben und ihr Glauben schenken, in Gottesdiensten und menschlichen Begegnungen dieser Tage, bei uns in Bremervörde, in unserem Land und in der Welt. Darum bitten wir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich, guter Gott, was uns zu schaffen macht, wo wir uns machtlos fühlen, was uns noch hindert, frei und fröhlich in die Weihnachtstage zu gehen. Das nennen wir dir in der Stille. Was uns in diesen Tagen bewegt, was uns freut und wofür wir danken, aber auch was uns beschwert und wofür wir bitten, das schließen wir in die Worte, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden und unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.